Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet. Mit diesem Zitat des amerikanischen Informatikers Alan Kay möchte ich meinen heutigen Neujahrsgruß an Sie alle beginnen. Liebe VDKlerinnen und VDKler, ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr, in dem Corona die Nachrichten und auch unsere Arbeit im VDK bestimmt hat. Es liegt ein Jahr hinter uns, in dem Distanzhalten das Gebot der Stunde war. Ein Jahr, in dem sich die Rechtsberatung und all unsere Veranstaltungen maßgeblich geändert haben. Aber jetzt liegt ein neues Jahr 2021 vor uns. Ein Jahr, in dem ein Wahlkampf auf uns wartet, in dem wir als VDK den Politikerinnen und Politikern kritische Fragen stellen zu dem, was sie tun wollen für soziale Gerechtigkeit nach der Wahl. Es liegt ein Jahr vor uns, in dem wir unsere große Pflegestudie zur ambulanten Pflege starten. Und es liegt ein Jahr vor uns, in dem wir als VDK für gute Rahmenbedingungen für unsere Mitglieder sorgen, indem wir vielleicht digitale, aber auch wieder persönliche Veranstaltungen durchführen, indem wir da sind für die Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Ich sage Ihnen allen Danke für Ihr Engagement, Ihre Kreativität, Ihren Einsatz für den Verband, für Ihre Familien, für Ihre Lieben. Und ich habe eine große Bitte. Lassen Sie uns gemeinsam und solidarisch dafür eintreten, dass Vermögen gerechter verteilt sind, dass niemand zurückgelassen wird und dass wir alle als Gesellschaft gemeinsam für Gerechtigkeit und ein gutes Miteinander sorgen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, bleiben Sie gesund und haben Sie einen guten Start nach 2021.